Okay. Also wir werden uns heute mit dem Thema Vererbung beschäftigen. Und zwar mit ein paar Spezialformen. Wir hatten uns ja im letzten Semester die Vererbung angeguckt. Und wir haben festgestellt, dass die Vererbung einen Vorteil hat, wenn ich einfach sehr häufig Inhalte in mehreren Klassen verwende, dann kann ich die auslagern in die Vererbung. Wir werden jetzt uns mal ein paar Varianten davon anschauen. Diese Varianten benötigen wir, wenn wir dann ab der nächsten Woche uns mit den Datenstrukturen beschäftigen. Und wir werden uns also angucken, wie man Methoden der Mutter überschreibt. Das haben wir uns schon mal angeguckt. Wir werden das einfach nochmal kurz wiederholen. Wir werden uns auch angucken, dass wir Variablen der Mutter nutzen können. Dann werden wir uns anschauen, was Interfaces sind. Interfaces spielen eine ganz wichtige Rolle im Programmieren. Die komplette Softwarewelt ist eigentlich mit Hilfe von Interfaces verbunden. Die werden also uns sehr häufig begegnen in der Zukunft. Und zum Schluss werden wir uns dann noch mit abstrakten Klassen befassen. So, diese Themen möchte ich also heute euch zeigen. Was haben wir davon, wenn wir uns das anschauen? Wir wissen, wie wir demnächst Source Code von anderen Personen so verwenden können, dass was immer wir machen, kompatibel ist mit dem, was andere Leute bereits getan haben. Diese Kompatibilität ist eine wichtige Anforderung, wenn man Software entwickelt, weil wir heutzutage im Grunde 40 Jahre, nachdem die ersten komplexen Programme entstanden sind, eigentlich nichts mehr von Null aufbauen, sondern wir entwickeln es immer nur noch weiter und wir passen es für unsere Verhältnisse und Bedürfnisse an. Und das bedeutet allerdings, dass das, was wir machen, kompatibel sein muss mit dem, was vorher schon da war. Sonst könnten wir es ja nicht weiterentwickeln. Und das ist im Grunde die Motivation, warum wir uns mit den Themen heute hier beschäftigen. Okay. Wir fangen mal an mit der Wiederholung von ein paar Vererbungsthemen. Und zwar hatten wir uns angeschaut, dass wenn ich eine Klasse habe, die zum Beispiel, das flackert cool. Ist es für euch okay, wenn das hier so ein bisschen flackert? Oder verwirrt euch das zu stark? Ja, das nervt schon. Wenn es anders geht, ist es richtig. Aber ich habe dadurch eine höhere Frequenz bei der Aufnahme. Okay. Wir probieren es mal aus. Wenn ich am Ende selbst paralysiert bin, dann werde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Also wir haben eine Klasse Mutti und wir haben eine Kindklasse. Und die Kindklasse, die wird jetzt also von der Klasse Mutti ein paar Inhalte erben. Na, zum Beispiel kann es die Sparbüchse erben. Mhm.
und es kann vielleicht auch eine Methode erben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Fernseher anmachen. Das möchte ich gerne kleinschreiben. So, ich nenne die Methode mal Fernsehen. So, diese Methode Fernsehen und die Variable Sparbüchse wird dem Kind zur Verfügung gestellt, wenn das Kind von der Klasse Mutti erbt. Und der Java Source Code war, dass wir dann schreiben public class extends Mutti. Public Class Kind Extends Mutti. Und dann geht's los mit den spezifischen Inhalten, die die Kindklasse hat. Und was wir uns bereits angeschaut haben, wenn jetzt die Kindklasse nicht einverstanden ist mit dem, was die Mutti dem Kind vererbt, dann kann das Kind das einfach überschreiben. Also es kann sagen, okay, die Methode Fernsehen von der Mutti zeigt mir immer bloß Filme wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Heimatfilme oder so. Ich möchte gerne was anderes gucken. Und dann kann es seine eigene Methode Fernsehen implementieren. Und diese Methode Fernsehen kann dann also ein Verhalten beinhalten, was nicht das Verhalten der Mutti ist. Und solange wir das Kind aber diese Methode nicht implementiert, wird einfach das Verhalten der Methode Fernsehen verwendet. Von der Mutti. Das war also eine sehr schöne Möglichkeit, all das zu verwenden, was so eine Mutti bietet. Aber wenn man damit nicht einverstanden ist, das kann man das einfach überschreiben mit seiner eigenen Version. So, diesen Stand haben wir aus dem letzten Semester noch hoffentlich mitgenommen. Und wir werden heute im zweiten Teil der Vorlesung die abstrakte Klasse kennenlernen. Die bietet genau diese Funktionalität, dass ich von einer Mutterklasse Member-Variablen und Member-Methoden verwenden kann. Und sie bietet darüber hinaus all das, was das Interface kann. Das Interface werde ich euch jetzt gleich vorstellen. Aber ihr wisst schon mal, okay, die abstrakte Klasse wird also das können, plus das, was das Interface beherrscht. Okay, kommen wir zum Interface. Das Interface sieht erstmal ein bisschen aus wie eine Klasse, aber es ist keine Klasse. Ein Interface, auf Deutsch Schnittstelle, wird genutzt, um Kompatibilität zu erzwingen. Wenn ich also neue Software baue, dann kann ich sagen, ich verwende hier so ein Interface und damit erzwinge ich Kompatibilität mit einer alten Softwarebasis, die als Kern schon da vorhanden ist. Ein sehr gutes Beispiel ist, wenn ihr euch mal vorstellt, ihr wollt eine App programmieren, die dann im App Store reingebracht werden soll und dort publiziert werden soll. Damit diese App im App Store angenommen wird, muss die kompatibel sein mit den App Store Apps, die zum Beispiel den Namen auslesen lassen können muss, wie auch die Beschreibung und vielleicht einen Preis.
Das heißt, der App Store würde nicht irgendeine Art von Programm akzeptieren und es dort reinstellen, sondern würde nur ganz spezielle Programme akzeptieren, die die Mindestanforderungen erfüllen an Apps, die in einen App Store sollen. Eine App im App Store hat immer ein Icon, sie kann auch vom App Store aus gestartet werden. Das sind alles so Anforderungen, die der App Store an die Apps stellt. Und wenn ich jetzt als App Store Programmierer, also derjenige, der den ersten App Store programmiert hat, wenn ich mir jetzt überlege, ich baue heute einen App Store zum ersten Mal in der Geschichte, aber ich möchte, dass auch die Apps, die in 10 Monaten programmiert werden, mit meinem App Store kompatibel sind. Dann kann ich also ein Interface formulieren und alle die zukünftigen App-Programmiererinnen und Programmierer können dieses Interface nutzen und damit können sie automatisch eine Kompatibilität mit dem App Store herstellen. Andere Arten von Kompatibilität und damit auch Schnittstellen kennen wir zum Beispiel, wenn wir hier in die Steckdose unsere Stromstecker reinstecken. Da ist auch eine Art von Kompatibilität nötig. Denn wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, ich baue ein neues technisches Gerät, was Strom braucht, aber mir sind die Schnittstellen egal, dann kann ich auch einen Stecker bauen, der 5 Pins hat. Aber der wird natürlich nirgendwo reinpassen, wo wir eine normale Steckdose haben. Also wir haben okay, also Interfaces stellen eine Möglichkeit dar, wie ich Kompatibilität erzielen kann. Und wir werden sehen, dass wir zum Beispiel neue Datenstrukturen demnächst bauen werden. Diese Datenstrukturen, die wir da bauen, die müssen auch eine gewisse Kompatibilität zu Java haben. Ansonsten kann keiner, der nach uns diese Datenstruktur nutzen möchte und Java halt verwendet, mit diesen von uns erstellten Datenstrukturen arbeiten. Und das sind Themen, die wir heute uns angucken. Wie kann ich denn Software bauen, die auf jeden Fall erzwingt, dass zukünftige Programmiererinnen und Programmierer kompatible Software bauen zu dem, was ich heute herstelle. So, und wir fangen mal an mit dem Beispiel unseres App Stores. Ich baue mal eine Klasse App Store. So, das ist hier der App Store. Der App Store hat eine Liste von Apps. Deswegen kann ich hier sagen, es gibt eine Variable Apps und die sind vom Typ Liste. Und ich werde hier gleich noch reinschreiben, was für ein Datentyp das genau ist, den wir da benötigen. Ich könnte sagen, dass ich als Datentyp einfach App
verwende. Machen wir hier die Linien ein bisschen länger. So, wenn ich jetzt eine neue App einfügen möchte in den App Store, dann gibt es die Methode Add. Und dann kann ich hier sagen, okay, ich möchte gerne eine App einfügen. Und die ist vom Typ App. Ja, und die Rückgabe ist void. So, wenn ich das so mache, dann kann ich jetzt sagen, okay, alle, die in Zukunft von der Klasse App erben, können ja dann in den App Store eine App einfügen. Und ich könnte Folgendes machen. Ich kann sagen, hier, es gibt eine Mutterklasse App, Public Class App. Diese Klasse hat einen Body, da stehen irgendwelche Methoden drin, wie zum Beispiel im String, im Name und noch weitere Member-Variablen und Member-Methoden. Nehmen wir mal einen Methodenname, der ist zum Beispiel Public Void Start, und diese Methode startet dann die App. Und wenn ich diese Klasse App habe als Bauplan für eine App, dann können Programmiererinnen und Programmierer von dieser Klasse erben. Die können sagen, ich baue hier mal eine eigene App. Und diese erbt von meiner Mutterklasse App. Also Public Class. Ich nenne es mal meine App. Und jetzt kann ich die Mutter-App-Klasse App dort angeben. Und alles, was ich jetzt hinzufüge, wird also zusätzlich zu dem, was meine Mutter-Klasse-App schon enthält, dann verfügbar gemacht. Und ich kann jetzt jederzeit sagen, hier, lieber App Store, bitte füge mal meine App dem App Store hinzu. Und das geht ohne Probleme, ne? Weil der App Store, der akzeptiert ja Instanzen der Klasse App. Und meine App ist ja vom Typ auch App, denn es erbt ja von der Mutti. Ja, die Mutti ist ja App. Und damit habe ich gewährleistet, dass mein App Store auch zukünftig erstellte Klassen akzeptiert. Aber ich habe ein Riesenproblem. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? In der Mutterklasse App habe ich ja ein Verhalten, zum Beispiel für die Methode Start, formuliert und auch eine Variable Name angegeben. Ja, und mein Kind namens meine App kriegt jetzt all diese Inhalte von der Mutti. Also stellt euch mal vor, was ist eine richtig coole App, die richtig viel Schotter verdient. Zum Beispiel, Hearthstone. Die Hearthstone, kennt ihr Hearthstone? Super unperformante App, aber es macht irgendwie bei vielen Leuten sehr viel Spaß. Also die Hearthstone-App. Jetzt hat jemand die Hearthstone-App gebaut und hat gesagt, okay, das ist jetzt mal
eine App, die möchte ich hier als für den App Store kompatible App angeben. Nehmen wir mal an, die Hearthstone App wäre jetzt diese Mutterklasse App. Ja? Das wäre jetzt all das, was Hearthstone hat als Spiel, ist jetzt da drin, in der Klasse App. Und jetzt kommt irgendjemand daher und sagt, okay, damit der App Store auch meine App akzeptiert, erbe ich mal von der Hearthstone App. Seht ihr da ein Problem? Ja? Ja, da nimmt dann ja alles, also das ist ja nicht immer gewünscht, dass alles geerbt wird. Ja, vor allen Dingen, es kann theoretisch ein komplettes Duplikat erstellt werden. Ja, klar, das mache ich ja, er kann ja alles erben. Genau, und dann haben wir plötzlich 200.000 Hearthstone-Apps im App Store und der User weiß nicht mehr, bei wem er jetzt eigentlich hier seine Hearthstone-App lädt. Und das ist im Grunde hier der riesen Nachteil. Die Mutterklasse App, die stellt es ja dem Kind frei, ob es eigene Inhalte verwendet oder nicht. Und wenn das Kind sagt, hey, nö, ich finde dich ja so klasse, wie du bist, dann kann es im Grunde eine exakte, funktionale Kopie der Mutter sein. Und das will sicherlich der Betreiber der Hearthstone-App nicht. Und deswegen brauchen wir eine Möglichkeit, um eine Kompatibilität herzustellen, also dass ein App Store immer noch die Instanzen der Klasse App akzeptiert, aber wo wir erzwingen, dass die Kinder ein eigenes Verhalten implementieren müssen. Und das wird durch ein Interface sichergestellt. Das gucken wir uns gleich mal an, wie wir das dann aufbauen müssen, damit das mit dem Interface funktioniert. Das Interface hat im Grunde genau diese Funktion, dass wir erzwingen, dass ein Kind, was dieses Interface, man spricht davon implementieren, also nutzen, würde, dass das also seine eigenen Funktionen herstellt. Ich kann auch von einem Interface selbst nichts instanzieren, sondern ich kann nur in Kindklassen, also die quasi das Interface nutzen, das ist dann nicht wirklich eine Vererbung, das ist dann quasi eine Kompatibilitätssicherstellung, aber diese Klassen, die dieses Interface nutzen, die können erst instanziert werden und dadurch ist sichergestellt, dass jeder tatsächlich sein eigenes Verhalten baut, wenn ich jetzt die Klasse meine App hier erstelle. Okay, dann schauen wir uns das mal an, wie wir das mit einem Interface hier hinkriegen würden. Also wenn ich, wir können mal hier das Kopieren von meine App. Ich werde jetzt nicht mehr von der Mutterklasse App etwas erben, sondern ich werde stattdessen ein Interface implementieren. Da steht dann nicht mehr Extends, sondern da steht dann Implements. Und dann steht da der Name des Interfaces. Ich nenne das Interface mal iApp. Also für Interface App. Und dieses App Interface, das werden wir jetzt wie folgt ausstatten. Sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus zu einer Klasse, aber ein Interface ist keine Klasse. Deswegen schreibe ich auch hier mal direkt in den Namen Interface rein.
Und ich sage dann, wie heißt denn dieses Interface? Das heißt iApp. Ein Interface hat keine Variablen. Also das, was die Klasse App eben gemacht hat, dass wir auch zum Beispiel eine Klasse Name erben konnten, das geht hier nicht. Ein Interface hat keinerlei Variablen. Es hat nur Methoden. Und diese Methode, die wir als Kompatibilität brauchen, ist zum Beispiel hier so eine Methode starten, ne, wo ich dann eine App auch starten kann. Oder um einen Namen zu erfahren von der App. Und dann nehme ich mal hier die Methode, die einem einen String zurückgibt. Und die soll einen Namen ausgeben. Wir schreiben das ja in der UML-Klassendiagrammsprache so, dass wir sagen, Name der Funktion, dann Eingabeparameter und dann Rückgabe String. Außerdem wäre es noch gut, wenn eine App gestartet werden könnte. Also nehme ich mal hier noch eine Methode Start dazu. Da brauchen wir aber keine explizite Rückgabe. So, jetzt habe ich hier zwei Methoden hingeschrieben in dieser App. Und ich kann jetzt meine App formulieren, die dann dieses Interface nutzt. So, meine App ist wieder eine ganz normale Klasse und implementiert allerdings, hier unten sehen wir es schon in Rot, dieses Interface in der UML ist es dann ein gestrichelter Pfeil mit einer ganz normalen dreieckigen Pfeilspitze. Es ist aber gestrichelt, um klarzumachen, dass es hier keine Vererbung ist, wie wir das normalerweise kennen, wenn wir von einer Mutterklasse erben, sondern hier ist es eben jetzt die Nutzung eines Interfaces. Und wenn ich ein Interface verwende, dann bin ich gezwungen, alle Methoden zu implementieren, die dieses Interface vorschreibt. Das heißt, hier wird jetzt erzwungenermaßen Kompatibilität hergestellt, weil ich muss meine eigene App mit diesen Methoden ausstatten, die von dem Interface vorgeschrieben werden. Also ich kann nicht drumherum kommen. Und deswegen wird auch in der UML, in dem Klassendiagramm, diese Methoden nochmal extra aufgeführt, weil die Klasse selbst die Methoden nochmal drin stehen hat. Das ist nicht so wie bei der normalen Vererbung, wenn ich so eine Mutterklasse habe, dass die Kindklasse sich das aussuchen darf, ob sie die Methode überschreibt, wenn ihr die Methode nicht gefällt. Jetzt ist es so, die Klasse meine App ist kein Kind in dem Sinne von der Klasse iApp, weil die Klasse iApp ist keine richtige Klasse, ne? Es ist ein Interface. Die Klasse meine App implementiert dieses Interface und deswegen muss sie die Methode getName und Start implementieren. Also da würde also in der Klasse jetzt drinstehen, public String getName
Und dann gibt es hier einen Body. Und in der Klasse würde drin stehen Public Start. Das ist ein Void, was da zurückgegeben wird. Und auch hier gibt es einen Body. Also wir haben jetzt schon einen Unterschied mal kennengelernt zwischen der normalen Vererbung. Aber erstmal eine Frage. Ja, ein lustiger Fall, bei der dann also der rote Pfeil müsste falsch beziehungsweise nochmal andersrum sein. Also das ist die Richtung meine App zeigt. Wenn man implementiert ja eine App, man implementiert auch nicht meine App. Ja, das wird aber in Anlehnung an die normale Vererbung gesehen. Wenn ich jetzt hier mal, habe ich sie schon mal irgendwo? Nee. Also ich sag mal, bei der Variante hier, kann ich das auch mal machen. Na, ich habe hier meine Klasse App. Und ich habe hier meine Klasse meine App. So, und dann malen wir den Fall ja so, ne? Das ist klar, oder? Das kennen wir. Und alle Methoden, die jetzt die Mutterklasse App hat, die hat jetzt auch die Kindklasse meine App. Also meine App kann diese Methoden so aufrufen, wie die Mutterklasse hier oben sie darstellt. Und im Grunde dieses Prinzip, das wird beibehalten, wenn wir jetzt uns mit den Interfaces beschäftigen. Bei den Interfaces haben wir im Grunde das Äquivalent einer Mutterklasse iApp. Die hat bestimmte Methoden und diese hat dann auch die Kindklasse meine App. Mit der einen wirklich sehr wichtigen Ausnahme, dass diese Methoden, die das Interface iApp beschreibt, in der Kindklasse implementiert werden müssen. Ne, bei der normalen Vererbung war es so, da konnte quasi meine App sich entscheiden, ob sie diese Methode überschreiben möchte, also selber implementieren möchte oder nicht. Bei dem Interface ist es nicht der Fall. Und da muss man auf jeden Fall diese Methoden implementieren. Aber die Pfeilrichtung zeigt trotzdem zu dem Interface, um das anscheinend visuell gleichzuhalten wie bei der normalen Vererbung. Okay? Also bei dem Beispiel, wie wir es jetzt haben, haben wir ja nur diese zwei Methoden. Und wenn ich die in meine App sowieso neu definieren muss, macht es ja aktuell in dem Beispiel noch gar keinen Sinn, dass es ja, miteinander verknüpft ist. Weil ich sowieso es in meine App komplett neu schreiben muss. Ja, der Sinn kommt dann da rein, wenn ich nämlich jetzt zu meinem App Store wechsle, ja, hier, und da sage ich jetzt, hier sollen keine Apps eingefügt werden, sondern hier sollen iApps eingefügt werden. Das heißt, ich kann dem App Store sagen, akzeptiere bitte als neue Apps irgendetwas, was vom Typ iApp ist. Und eine Klasse wie zum Beispiel meine App, die das Interface iApp implementiert, ist vom Typ iApp. Das heißt, ich habe die Möglichkeit in den App Store neue Apps reinzutun. Die müssen aber, dadurch, dass sie nur das Interface implementieren und nicht von einer Mutterklasse erben, ihr Verhalten selbst eigenständig implementieren. Und wenn ich eine Mutterklasse einfach leer lassen würde, dann hätte ich doch denselben Effekt. Also so habe ich es verstanden. Ja, das kannst du theoretisch machen. Du hast allerdings dann das Problem, dass es ungefähr 300.000 Spezies gibt auf dieser Welt, die Apps in den App Store stellen, die einfach nichts tun. Okay, ja gut. Weil sie ja einfach erben können und dann nichts machen müssen, ne? Die müssen nichts implementieren.
Und es gibt ja so coole Apps, ne, die einfach nur ein Bild zeigen und irgendwie 300 Euro kosten oder so. Ja, einfach nur, weil sie es können, aber keine wirkliche Funktion haben. Und das will man aber eigentlich nicht. Ne? Man möchte, dass eine App wirklich eine Funktion hat. So, jetzt müssen wir uns aber mal anschauen, wie im Java Source Code dieses Interface aussieht. Ne, wir haben jetzt gesehen, was müsste denn eine Klasse drin stehen haben, wenn sie aus einem Interface IAP etwas implementiert. Ne, da fügen wir dann einfach Implements IAP dieser Klasse hinzu. Und wenn ich aber jetzt das Interface selber formuliere, dann sieht es wie folgt aus. Ich mache mir mal ein bisschen Platz. Jetzt habe ich etwas Platz. Also jetzt bauen wir mal das Interface. Wenn ich ein Interface bauen möchte, dann muss ich statt Class das Keyword Interface nutzen. Und dann gebe ich einen Namen an für das Interface, das ist dann IAP. So, das Interface hat dann auch einen Body, aber ich kann in dieses Interface keinerlei Variablen reintun, ne? Also keinen String, mName, kein Int, Erstellungsdatum. Das geht nicht, weil ein Interface beschränkt sich ausschließlich auf Methoden. Und diese Methoden, die sehen dann wie folgt aus. Ich habe halt public string get name. Die Klammern, Semikolon und public void start, auch wieder runde Klammern, weil wir da nichts zurückgeben. So. So würde man das Interface bauen. Dieses Interface könnte sogar kompiliert werden, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Fehler reingebaut habe. Ja? Genau. Das ist genau der Unterschied zu den normalen Klassen. Die Methoden haben keinen Body. Und damit ist klar, wenn das Interface Methoden hat, die keinen Body haben, irgendwer muss sie ja implementieren. Ne? Und zwar genau die Klasse, die meine App, die dieses Interface Gesundheit dann auch implementieren und damit verwenden. So, und das können wir uns mal anschauen. Ich erstelle mal ein neues Package. Ich nenne das mal Interfaces. So, in dem Package Interface erstelle ich jetzt ein Interface. Ihr seht, ihr habt, wenn ihr auf New geht, auch direkt hier den Eintrag Interface. Also damit ist klar, dass das Interface etwas anderes ist als eine Klasse. Ich klicke jetzt mal auf Interface, gebe dem Interface einen Namen. Der Name ist
if so, und jetzt habe ich hier von Eclipse schon automatisch eintragen lassen, Public Interface IAP, ne? Genauso wie ich es gerade auch schon formuliert habe. Und jetzt kommen hier meine Methoden rein, die ich haben möchte. Public String Stream Get Name und Public Void Start. Und wenn ich jetzt hier versuchen würde, einen Body reinzuhauen, dann kriege ich sofort eine Meldung. Sorry, das ist eine sogenannte abstrakte Methode, die also keinen Body hat. Ja, und damit funktioniert das so, wie ich es auch gedacht habe, dass man bei Interfaces also keinen Body verwendet, da nur der Name der Methode, die Rückgabeparameter und die Eingabeparameter dort verwendet werden. So, jetzt habe ich ein Interface gebaut. Jetzt baue ich mal dazu meine App. Das ist also eine ganz normale Klasse, meine App. Ich werde hier in das Feld Interfaces auch mein Interface einfügen. Das ist das hier oben. Wenn ich das hier nicht einfüge in dieses Feld Interfaces, ist das nicht schlimm, weil ich kann das auch einfach in dem Editor hinzufügen. Wenn ich das aber dort einfüge, dann passieren folgende zwei Sachen. Es wird hier Implements IAP schon mal eingetragen und es werden die Methoden, die ich zu implementieren habe, hier auch schon mal hingeschrieben. Ich mache das Ganze aber mal rückgängig, um euch mal zu zeigen, wie man es machen würde, wenn man das jetzt anders macht. Ich habe jetzt hier einfach Public Class meine App. Und jetzt trage ich hier ein Implements IAP. So, und in dem Moment, wo ich sage, welches Interface ich hier implementieren möchte und wo ich aber die Methoden, die das Interface erzwingt, noch nicht implementiert habe, kriege ich einen Fehler. Und ich kann jetzt Eclipse bitten, diese noch nicht implementierten Methoden mal einzufügen. Hier gibt es Add Unimplemented Methods. Und dann bin ich genau dort, wo ich auch gerade schon war, ne? Als ich beim Erzeugen der Klasse gesagt habe, hier verwende mal dieses Interface. Diese Methoden, ihr seht das, die sind komplett sinnlos zurzeit. Sie haben zwar einen Body, aber der ist total sinnlos. Damit ist aber Eclipse zufrieden. Und Eclipse sagt auch hier, das Interface hatte Methoden vorgeschrieben, die sind ja jetzt implementiert, dann ist ja alles gut. Natürlich muss der Entwickler, die Entwicklerin jetzt diese Bodies befüllen mit irgendetwas Sinnvollem. Ja, zum Beispiel, dass ich sage, der Name meiner App soll meine eigene App für den App Store heißen. Und wenn ich die Methode Start aufrufen würde, dann sollte zum Beispiel, ich schreibe es mal nur in Kommentaren hin, zeige Animation, wie sich Katzen putzen. Damit ist klar, diese App wird voll der Hit werden im App Store. Nennen wir mal die App auch Katzenputz-App, dann finden wir auch gleich sehr viele Käufer. Katzenputz-App. Also ich fülle jetzt als
Entwickler dieser App den Body aus. Dass ich diese Funktionen haben muss, wird allerdings erzwungen. Und das kann ich mir nicht mehr aussuchen. So, jetzt können wir uns mal den App Store anschauen. Der würde nämlich jetzt Klassen akzeptieren, die das Interface iApp tragen. Also File, New, Class. Name ist App Store. Und mein App Store hat also eine Menge von Apps. Diese sind vom Typ iApp Array. Das heißt, ich habe also hier eine Menge von Apps, sehr viele möglicherweise. Ich verwende zum allerletzten Mal das Array, weil ich offiziell noch nicht die Array-Liste eingeführt habe, deswegen muss ich es heute nochmal nehmen. Ihr könnt gerne schon die Array-Liste verwenden, wenn ihr wisst, wie es geht. Ansonsten erkläre ich es euch nächstes Mal. Und wenn ich den App Store erschaffe, dann muss natürlich der Speicher besorgt werden für meine Apps. Und ich kann dann eine Methode bauen, zum Beispiel addApp. Die muss nichts zurückgeben. Sie soll allerdings nur Klasseninstanzen akzeptieren, die das iApp-Interface implementieren. Also müssen sie vom Typ iApp sein. Und dann kann ich in mein Array an der Stelle 0, sage ich jetzt mal, die App einfügen. Also zurzeit füge ich immer nur an die Stelle 0 meine neue App ein, das ist jetzt einfach mal egal. Ne? Theoretisch würde ich einen Counter haben, der einfach sagt, nimm den nächsten Slot, der noch frei ist, und pack da die nächste App rein. So, und ihr seht, ich habe jetzt einen App Store gebaut, der sicherstellt, dass alle zukünftigen Apps, deren Programmiererinnen heute noch nicht mal geboren sind, auf jeden Fall die Methode getName und Start enthalten. Weil ich könnte hier auch eine Methode noch hinzufügen, public string, zeige alle Apps, und diese Methode würde einen Inhalt angeben, und dieser Inhalt wird jetzt wie folgt ermittelt: für alle Apps in der Apps-Liste füge mal die Beschreibung einer App ein. Mit getName kriege ich ja die Beschreibung der App, und dann returnen wir unsere String-Sammlung aller Apps. Also ich kann jetzt garantiert immer die Methode getName aufrufen, selbst wenn ich gar nicht weiß, wer in Zukunft Apps programmieren wird. Weil alle die, die eine App in den App Store mit der Methode addApp eingefügt haben, werden sicherstellen müssen, dass sie dieses Interface iApp implementiert haben.
Ansonsten können Sie nicht in den App Store irgendwas einfügen. Und wenn Sie dieses Interface implementieren, dann ist die Möglichkeit da, garantiert die Methode getName aufzurufen, wie auch die Methode Start. Ich werde das mal demonstrieren, indem ich mal eine Klasse meine App inkompatibel baue. Inkompatibel. Also die Klasse meine App inkompatibel, die hat jetzt zwar auch eine Methode public string getName mit einem Return, ich bin leider inkompatibel. Und wenn ich jetzt im App Store, ich werde mal eine neue Klasse bauen, ich nenne diese Klasse mal, keine Ahnung, den Betreiber, also da würde dann sowas wie Apple oder Google stehen, ja? So, der Betreiber, der hat also einen App Store. Und wir nehmen jetzt mal an, wir erschaffen dort auch eine Instanz von meine Klasse, meine App. Und auch eine Instanz der Klasse meine App inkompatibel. Dann kann ich in den Store meine App problemlos einfügen, aber meine App inkompatibel akzeptiert der Store nicht. Nur weil er sagt, nee, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht das Interface iApp implementiert hast. Und damit werde ich als App-Entwickler gezwungen, dieses Interface zu implementieren. Ist für euch klar geworden, was der Vorteil ist, wenn ich Interfaces nutze? Ich kann Kompatibilität herstellen und zusätzlich auch erzwingen, dass die Klasse, die ein Interface nutzt, eine eigene Implementierung anbieten muss. Wie sieht es aus? Ist es für euch nachvollziehbar? Geschwindigkeit okay? Nee? Dann wo bist du rausgekommen? Ja, danke dir für den Hinweis. Aber zurzeit inhaltlich bist du noch dabei. Okay. Also ich kann leider nicht Apps in den App Store rein tun, die nicht kompatibel sind, was auch gut ist, weil ansonsten wüssten ja gar keiner, wie eine App zu starten ist, wie man an den Namen oder an das Icon rankommt, wenn man nicht diese Kompatibilität erzwingt. Ich zeige nochmal zum Zusammenfassen, wie das Interface aussieht. Also statt Public Class schreibe ich jetzt Public Interface. Ein Interface ist keine Klasse. In dem UML-Klassendiagramm sieht man auch, dass ein Interface niemals irgendwelche Variablen hat. Also ich kann da keine Variablen einfügen, das geht einfach nicht.
In dem Klassendiagramm sieht man, dass zu einem Interface immer nur eine gestrichelte Linie führt, damit man visuell auch zeigt, hey, das ist hier ein Interface, von dem also die Implementierung von Methoden erzwungen wird. Eine Klasse kann jetzt das Interface implementieren, das tut ja meine App auch. Und kann also dadurch kompatibel werden. Wir müssen jetzt hier in den Methoden den Body ausfüllen mit unserem eigenen Verhalten. Hier steht übrigens Override davor. Vielleicht habt ihr euch gerade vielleicht gewundert, was macht das da? Das Override mit diesem Add-Zeichen, das ist eine Annotation, also eine Anmerkung. Das kann man in Java nutzen, um zusätzliche Informationen in den Source-Code einzufügen. Ich kann das auch entfernen, da passiert nichts. Der Vorteil von Override, wenn ich diese Anmerkung Override da allerdings stehen habe, was ja Eclipse automatisch gemacht hat vorhin, ist, dass er damit sofort visuell klar macht, diese Methode wird also aus dem Interface implementiert. Das ist keine Methode, die du selber dir ausgedacht hast, sondern diese musst du also implementieren. Wenn ich zum Beispiel eine Methode public string, public float get price verwende, return, was kostet denn so eine Katzenputz-App? Naja, also $30 finde ich, sollte sie schon kosten. Nicht als String natürlich. So. Ja, dann wird also bei getPrice, da wird jetzt niemals Override als Annotation stehen. Denn Override mit großem O, sehe ich gerade. Denn diese Methode überschreibt ja nichts aus dem Interface. Mit 2R sogar. Okay. Also Override kann ich da nicht hinschreiben. Ne, denn es gibt keine Methode getPrice aus dem Interface. So, wenn ich jetzt den App Store programmieren muss, als App Store programmiere, also wenn ich jetzt Apple wäre oder Google, dann wüsste ich jetzt, alle Apps, die hier in dem App Store drin sind, haben auf jeden Fall die Methode getName und Start. Und damit sind sie also kompatibel mit der App Store-Verwaltung, ne, die den Namen auslesen muss. Was ist denn mit der Methode getPrice? Ja? Das ist eine Methode, die eben einzigartig ist für die App, meine App. Ja, genau. Und das bedeutet, im App Store kann ich sie da auch sehen. Ist eine gute Frage, probiert es mal aus. Kann ich die Methode, die ich als meine App mir hingebaut habe, kann ich die im App Store aufrufen? Weil schließlich habe ich ja eine Instanz von meiner App in den App Store reingetan, dann sollte diese Instanz ja eigentlich auch einen Zugriff auf getPrice haben. Du sagst nee, hast du es probiert oder? Aber du glaubst es, dass es nicht geht. Okay, warum geht es nicht? Genau, ne? Im App Store haben wir ja gesagt, das sind also vom Datentyp iApp die Instanzen.
Und diese haben, wenn wir uns mal das Interface IAP anschauen, keine Methode getPreis. Ne, geht nicht, oder? Also alles, was ich jetzt noch außerhalb von den Inhalten, die das Interface beschreibt, hinzufüge, wie die Methode getPreis, kann ich nicht nutzen. Also ich kann hier nicht hinschreiben, plus app.getPreis. Das geht nicht, weil da sagt er mir dann, hallo, getPreis ist nicht definiert für den Datentyp IAP. Also damit bin ich beschränkt auf das, was ich in dem Interface drin stehen habe. Also Kompatibilität erzeugen heißt, du kriegst leider auch nicht mehr. Also du kriegst leider auch nicht zusätzlich noch weitere Methoden dazu, die einfach mal deine Klasse, meine App, implementiert hat. Jetzt gibt es allerdings sehr viele verschiedene Apps und es gibt möglicherweise auch Klassen, die noch sinnvolle weitere Funktionen beinhalten. Und es wäre jetzt super nett, wenn der App Store auch auf diese Zusatzfunktion zurückgreifen können würde. Und deswegen gibt es einen kleinen Trick, wie man trotzdem die Get-Preis-Methode da reinkriegt in den App Store. Allerdings ist jetzt klar, dass die Programmiererin, der Programmierer, der den App Store programmiert, wissen muss, dass es irgendwann mal die Klasse meine App gibt mit der Methode getPreis. Also wir verlassen jetzt so ein bisschen diese 100% Kompatibilitätsschiene, weil wir jetzt sagen, okay, wir gehen mal davon aus, es gibt irgendwann eine Klasse meine App. Das heißt, wenn ich heute den App hier kompiliere, diesen App Store kompiliere, ausliefere auf 10 Millionen Devices, dann ist nur die Methoden drin, die in dem Interface drin stehen und vielleicht die eine, die ich noch annehme, die jemand in der Zukunft mal bauen würde. Und dann kann ich Folgendes machen. Ich kann sagen, wenn, könnt ihr das eigentlich lesen, wenn es hier unten steht? Jo. Jetzt besser? Also wenn die App, die ich da gerade in der Vorschleife in der Variable App zu fassen kriege, ne? Wenn die App tatsächlich vom Typ meine App ist, dann kannst du die Methode getPreis verwenden. Okay, aber nur dann, weil wir wissen nicht, welche Programmiererinnen und Programmierer und sonst was für Apps da reintun. Wir wissen nur, sie müssen kompatibel sein. Sie müssen also das Interface IAP implementieren. Aber was sie sonst für Funktionen haben, das können wir jetzt nicht wissen. Aber nehmen wir mal an, wir wüssten, es gibt also meine App. Dann kann ich sagen, wenn die App von der Instanz her meine App ist, ich glaube Instance Offer mit kleinem O geschrieben, ja, also wenn die App nicht nur vom Typ IAP ist, sondern tatsächlich auch noch vom Typ meine App ist, aber nur dann, dann kann ich die App casten nach meine App. Ups, sorry. Und dann kann ich getPreis aufrufen. Und dann kann ich sowas machen wie Inhalt ist gleich Inhalt plus Preis plus gecastet nach meine App und dann habe ich die Möglichkeit getPreis aufzurufen. Also normalerweise
weiß ich nichts, was das eigentlich für Datentypen sind. Ich weiß nur, die sind auf jeden Fall vom Typ iApp, weil sie das Interface iApp haben. Das verlange ich ja, wenn eine App hinzugefügt wird. Aber falls ich Kenntnis habe von ganz bestimmten App-Klassen, die ganz bestimmte Zusatzmethoden anbieten, die nicht in dem Interface drin sind, kann ich hier auf diese zugreifen, indem ich meine Apps, die ich aus meiner Liste raushole, von denen ich hier eigentlich nur weiß, dass sie iApp-Datentypen sind, wenn ich die caste in den Datentypen meine App, aber das darf ich nur dann machen, wenn ich vorher geprüft habe, ob es tatsächlich von der Klasse meine App eine Instanz ist. Wenn ich eine App caste in meine App und sie ist nicht meine App, dann kriege ich eine Exception. Ne, weil dann klar ist, hey, du willst hier irgendwas casten in einen Datentyp und das ist gar keine Instanz der jeweiligen Klasse, in der ich casten möchte. Okay, was solltet ihr euch merken, wenn ihr euch nur drei Sachen merken könntet, dann wäre das Folgendes. Ich möchte gerne Kompatibilität herstellen, denn ich möchte auch zukünftig Apps in den App Store reinladen lassen. Und zukünftig heißt, ich weiß noch gar nicht, was die Programmiererinnen und Programmierer da zusammenbauen werden, das weiß ich nicht. Aber indem ich ein Interface nutze, kann ich also dafür sorgen, dass sie eine Mindestkompatibilität besitzen. Ein Interface wird mit Public Interface eingeführt. Danach folgt der Name des Interfaces. Das sehen wir hier nochmal. Und dieses Interface enthält keine Variablen, nur Methoden. Diese Methoden haben kein Body. Eine Klasse wie meine App kann jetzt dieses Interface iApp implementieren und muss dann gezwungenermaßen diese Methoden implementieren. Und dann ist alles super. Ich kann in den App Store eine beliebige zukünftige Klasse einfügen, solange wie sie nur dieses Interface implementiert. Und der App Store weiß ganz sicher, okay, all die Apps, die hier reinkommen und das Interface iApp implementiert haben, sind vom Typ iApp und haben damit auf jeden Fall die Methoden GetName und Start. Und wenn ich zusätzliche Methoden noch hinzufüge, dann sind die erstmal nicht im App Store sichtbar, weil iApp sich ja nur beschränkt auf diese zwei Methoden zurzeit. Okay, für euch nachvollziehbar. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich baue ein neues Package. Ich nenne das mal Kühlschrank in diesem füge ich das Interface Schrank ein. Schrank hat nur die Methode Tür öffnen. Dann brauche ich noch ein Interface Kühler. Kühler hat die Methode Kühlen. Und wenn ich jetzt einen Kühlschrank bauen möchte, dann erzeuge ich eine Klasse namens Kühlschrank
Und als Interfaces nehme ich dann eben mein Interface Kühler und ich nehme mein Interface Schrank. Und jetzt habe ich hier einfach durch Komma getrennt mehrere Interfaces. Und ich kann also hier jetzt noch das Verhalten in dem Body implementieren. Aber darum geht es mir jetzt nicht. Was ich euch noch zeigen möchte, ist, dass der Kühlschrank, den ich jetzt hier gebaut habe, gleichzeitig Kühler und Schrank ist. Und auch noch Kühlschrank. Also hat eigentlich... Es ist sowas wie eine schizophrene Datentyp. Ja? Also die Instanz ist schizophren, sie hat eigentlich drei Identitäten. Ja? Ja, du siehst, ich habe diese Fehlermeldung nicht. Wenn ich allerdings diese Methoden wegnehme, dann kriege ich auch so eine Fehlermeldung. Da steht dann, der Typ Kühlschrank muss die Methoden kühlen implementieren. Ist es das, was du kriegst? Ach so, okay, ja klar, speichern ist immer gut, damit er es schafft. Okay, ich werde mal eine neue Klasse bauen, die nenne ich mal, keine Ahnung, Möbelhaus. Oder Küche, ja. Nehmen wir mal Küche. So, und da implementiere ich mal, also da instanziere ich meinen Kühlschrank. Und jetzt frage ich den mal, was bist du denn eigentlich so für einen Typ? Eher so ein ruhiger Typ oder ein Kühlschranktyp. Ich lasse mal auf der Konsole ausgeben. Ist denn mein Kühlschrank Instance of Kühlschrank? Ja, eigentlich schon. Ne? Ich habe ihn ja gerade hier von der Klasse Kühlschrank instanziert, also sollte da True rauskommen auf der Konsole, ja, kommt True raus. Ist denn mein Kühlschrank vom Typ Schrank und vom Typ Kühler? Und das ist auch der Fall, ne? Also mein Kühlschrank ist schizophren, hat einfach viele verschiedene Identitäten. Und ich könnte jetzt einfach in verschiedenen Listen nur Schränke speichern. Also ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt IKEA wäre, eine Liste aufmachen, da sind nur Schränke drin. Aber neben den Wohnzimmerschränken und den Schlafzimmer- und den Schuhschränken sind da eben dann auch Kühlschränke drin. Solange wie diese Klasse das Interface Schrank implementiert. Auf der anderen Seite könnte ich, wenn ich jetzt Hersteller von weißer Ware bin, auch Kühler als Listen führen und da sind dann eben Kühlschränke drin, wenn meine Klasse Kühlschrank ein Interface Kühler implementiert. Okay, also das zeigt, dass wir eine Klasse, in unserem Fall Kühlschrank, von mehreren Interfaces implementieren lassen können. Und damit haben wir die Kompatibilitäten zu vielen Systemen hergestellt. Ne? Jetzt nicht nur zu Systemen, die irgendwie Schränke verwalten wollen, sondern auch Systeme, die Kühler verwalten wollen. Okay.
für euch nachvollziehbar? Klar. Dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause bis 11.10 Uhr. Ja, was ist das bedeuten? Jetzt geht es um Interfaces. Wir schauen uns mal an, wofür man diese braucht. Ich habe hier mal ein Bild aus einem App Store gezogen. Der App Store ist schon seit sehr langer Zeit vorhanden. Es kommen aber jeden Tag neue Apps raus. Und die Frage ist jetzt, wie schaffen es denn die Macher von Apple und Google, dass die zukünftigen Apps auch kompatibel sind mit dem App Store? Und das ist genau die Rolle, die ein Interface spielt. Nehmen wir mal also an, wir haben ein System, ein Bestandssystem, was es schon sehr lange Zeit gibt, wie zum Beispiel den App Store. Und der App Store, der hat natürlich eine Menge von Apps. Und diese Apps sind vom Datentyp her eine Liste von irgendeinem Datentyp, irgendeinem App-Datentyp. Das würde ich gleich nochmal ergänzen. Wenn ich jetzt eine neue App baue, dann wird diese neue App zum Beispiel meine App heißen. Und sie wird auch im App Store eingefügt werden müssen. Dafür benötigt sie, damit das gut funktioniert, ein paar Methoden, wie zum Beispiel die Methode getName. Und gibt ein String zurück. Wenn der App Store nicht rauskriegt, wie der Name der App ist, die jetzt neu in den App Store aufgenommen werden soll, dann kann die App auch nicht angezeigt werden. Wenn ich diese App jetzt in den App Store einfügen möchte, dann gibt es vielleicht so eine Methode wie add. Und diese Methode add, die kriegt eine App und die ist auch von Typ irgendwas. Werden wir gleich sehen, was das genau ist. Wie kann ich jetzt sicherstellen, dass zukünftige Apps, die also heute noch gar nicht bekannt sind, kompatibel sind mit dem App Store und so zum Beispiel eine Methode getName tragen? Das kann man machen mit Hilfe von Interfaces. Ein Interface ist keine eigene Klasse, es ist ein Interface. Deswegen schreibe ich hier auch wieder in ein rechteckiges Kästchen Interface rein und ich gebe diesem Interface einen Namen und ich nenne das mal iApp, also großes I und dann App. Und ein Interface hat keinerlei Variablen, es hat nur Methoden. Und diese Methoden sind am Ende die Methoden, die ich in einer neuen App erzwingen würde, damit diese kompatibel ist zu einem alten System, wie zum Beispiel dem App Store. Und in dem Interface, da schreibe ich jetzt zum Beispiel rein, es gibt hier eine Methode getName und diese returnt einen String. Jetzt kann ich sagen, dass meine App, die ich ja erst zukünftig vielleicht bauen werde, von diesem Interface die dort beschriebene Methode implementiert. Das heißt, dass meine App, wenn ich sie programmieren würde, die würde dann irgendwie so lauten, public class
meine App. Und dahinter würde ich dann schreiben Implements iApp. Und dieses Implements iApp, das hat genau diesen Zweck, zu sagen, okay, wenn du eine neue App programmierst, dann nutze dieses Interface dafür. Dieses Interface erzwingt die Implementierung der Methode getName. Und jetzt kann ich in der Klasse AppStore sagen, dass alle Apps vom Typ Liste iApp sein sollen. Und wenn ich eine neue App hier einfüge, dann soll diese auch vom Typ iApp sein. Obwohl iApp keine Klasse ist, die man direkt instanziieren kann, sind allerdings alle Klassen, die das Interface iApp implementieren, auch vom Typ iApp. Und deswegen funktioniert das, dass ich hier diese meine App von Typ iApp dem App Store übergeben kann. Wie sieht es jetzt aus in Java? Ich habe hier den App Store. Der App Store hat meine Liste M-Apps. Diese sind vom Typ iApp. Und hier wird zum Beispiel die Methode addApp benutzt. Der wird eine Instanz von iApp übergeben. Und jetzt gucken wir uns mal das Interface an. Hier ist mein Interface iApp. Und dort sieht man also die Methode getName. Wichtig ist zu sehen, dass es keinen Body gibt. Also die Methode getName hat keinen Body, es kommt, folgt sofort das Semikolon. Das bedeutet, hier wird erst das Verhalten tatsächlich in der Klasse beschrieben, die dieses Interface implementiert. Und ein Interface wird also immer mit dem Keyword Interface hier oben eingeleitet. Meine App hat dann dieses Implements iApp, wie ich es auch gerade schon beschrieben habe. Und dort werde ich jetzt gezwungen, die Methode getName zu implementieren. Ich komme nicht drum rum. Ich muss es unbedingt machen. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich diese Methode nicht implementiere. Sonst würde Eclipse bzw. Java sagen, hallo, du willst hier ein Interface nutzen, dann bitte zeig uns doch mal, wie die Methode aussieht, damit das Ganze dann kompatibel ist mit dem App Store. Wir werden das letzte Thema für heute angehen, das ist die abstrakte Klasse. Die wird für uns das Beste aus zwei Welten bereitstellen. Wir haben einmal die Interfaces kennengelernt und gesehen, dass man damit sehr coole, kompatible Software bauen kann. Auf der anderen Seite hat das Interface allerdings das Problem, dass ich dort keine Variablen und auch keine bereits im Verhalten implementierten Methoden übergeben kann. Weil das Interface hat nur Methoden, die dürfen gar keinen Body haben. Und damit man dieses
noch ein bisschen flexibler gestalten kann, hat man die abstrakte Klasse erfunden. Und ich will mal ein bisschen zur Einordnung zeigen, wie das ausschaut. Wir haben sozusagen die Anforderung, dass wir Kompatibilität benötigen. Ich muss mal gerade noch meine Farbe runterstellen. So, jetzt geht's weiter. Also wir haben folgende Eigenschaften, die wir gerne umsetzen wollen würden. Und zwar die Kompatibilität gewährleisten. Wir wollen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Schleusen benutzen wollen, um zum Beispiel im App Store eine neue App einzufügen, ne, dann muss diese App kompatibel sein. Wir haben allerdings auch Anforderungen, dass wir Methoden und Variablen für Kindklassen bereitstellen wollen. Und wir haben auch vorhin mit dem Interface kennengelernt, dass Kompatibilität allein nicht ausreicht. Wir müssen auch manchmal erzwingen, dass Klassen bestimmte Methoden implementieren, und zwar in ihrer eigenen Version. Das sind drei Anforderungen, die wir in unterschiedlichen Programmieraufgaben haben werden. Und wir gucken uns jetzt mal an, was wir bisher davon denn umsetzen können. Wenn wir einfach nur die Vererbung uns anschauen, die wir kennengelernt haben, dann haben wir bezüglich auf Kompatibilität Methoden und Variablen bereitstellen, Methodenimplementierung erzwingen. Was von diesen drei Eigenschaften abgedeckt? Was können wir mit der Vererbung tatsächlich abdecken? Ja? Also wir können auf jeden Fall Methoden und Variablen bereitstellen. Ne? Das ist ganz klar, die Mutterklasse bietet uns das an. Kann ich die Implementierung von Methoden erzwingen? Bei der normalen Vererbung, ne? Das geht nicht. Also ist klar, keine Chance. Wie sieht es aus mit der Kompatibilität? Wenn ich sage, okay, die Mutterklasse, die hat bestimmte Methoden, die wir brauchen für Kompatibilität. Sind dann auch die Kinder von dieser Mutterklasse kompatibel? Ja? Das ist ja auch kompatibel, weil sie ja auch alle Methoden, weil sie auch von der Mutterklasse haben.
Genau, also die Kinder haben die gleichen Methoden wie die Mutter, deswegen sind sie genauso kompatibel, wenn die Mutter kompatibel ist. Ne? Wunderbar. So, jetzt geht's weiter mit dem Interface. Was von den Eigenschaften kann ich mit Hilfe des Interfaces machen? Methodenimplementierung erzwingen geht mit dem Interface. Genau. Wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Also, Methodenimplementierung erzwingen geht. Dadurch, dass dann die Klassen diese Methoden haben, sind sie auch kompatibel. Aber ich kann nicht irgendwelche Methoden oder Variablen bereitstellen, die die implementierende Klasse dann verwenden kann, die vorher also schon da ist. Ne? Deswegen muss da das Kreuz hin. Und jetzt haben wir noch die abstrakte Klasse, die wir gleich kennenlernen werden. So, die abstrakte Klasse, die wird auch dafür sorgen, dass alle Klassen, die von dieser abstrakten Klasse erben, Funktionen erben können. Damit wird sie auch Kompatibilität bereitstellen. Man kann Variablen und Methoden, die die abstrakte Klasse enthält, genauso wiederverwenden, weiterverwenden. Und damit eben das Verhalten, was die Mutterklasse anbietet, aufgreifen als Kindklasse. Und die abstrakte Klasse hat auch die Möglichkeit, wie bei einem Interface, dass sich die Implementierung bestimmter Methoden erzwingen kann. Die abstrakte Klasse ist damit sozusagen eine Daseinsform, die aus den beiden Welten, Vererbung und Interface, das Beste und die Funktionalität kombiniert. Okay. Wie sieht eine abstrakte Klasse aus? Public Abstract Class App. Eine abstrakte Klasse enthält das Keyword Abstract vor dem Keyword Class. Sie hat dann einen Body. In diesem Body gibt es dann Variablen, wie zum Beispiel der Name. Wir haben auch Public String GetName Methoden. Da könnten wir gleich reinschreiben Return. M-Name. Also so gesehen sieht sie eigentlich komplett aus wie eine ganz normale Klasse. Wir haben Member-Variablen, wir haben Member-Methoden.
allerdings eine Methode, muss das Abstract-Keyword enthalten. Denn sonst wäre es keine abstrakte Klasse. Eine abstrakte Klasse hat also mindestens eine Methode, kann aber auch mehrere haben, die das Abstract-Keyword enthalten. Und damit wird bei einer Kind-Klasse die Variable im Name zur Verfügung gestellt, die Methode getName zur Verfügung gestellt, aber die Methode start, die auch genauso wie ein Interface in dem Moment keinen Body enthält, erzwungen. Ja, also wir haben quasi die ganz normale Vererbung, so wie wir das mit der Mutti-Klasse vorhin gesehen haben. Aber hier gibt es jetzt noch eine Methode, die hat dieses Abstract Keyword. Und da unterscheidet es sich dann von der normalen Vererbung, weil diese Methode hat keinen Body, wie bei einem Interface, und eine Kind-Klasse muss diese Methode implementieren, muss also einen Body implementieren. Es gibt noch einen Unterschied. Eine abstrakte Klasse kann nicht selbst instanziiert werden. Also ich kann eine abstrakte Klasse nur dadurch zum Leben erwecken, dass ich ein Kind habe, was von dieser abstrakten Klasse erbt. Ist euch klar, warum eine abstrakte Klasse nicht selbst implementiert werden kann? Weil es ja eine abstrakte Methode besitzt, die ja keinen Body hat. Genau, ne? Also wenn ich dafür eine Instanz erzeugen würde und ich rufe die Methode Start auf und sie hat keinen Body, was soll dann passieren? Also im Unterschied zu der normalen Vererbung haben wir eine Methode, die abstrakt ist, mindestens eine, und wir haben bei der abstrakten Klasse nicht die Möglichkeit, diese Klasse direkt selbst zu instanziieren. Wir müssen immer erst ein Kind erzeugen, was dann von dieser abstrakten Klasse erbt. So, wenn ich jetzt das mal aufmale im UML-Klassendiagramm, dann sieht das ziemlich ähnlich aus wie bei dem Interface, mit dem Unterschied, dass ich halt hier das Keyword Abstract drin habe. Ich habe jetzt hier meine Member-Variablen im Name. Ich habe auch die Methode getName. Und ich habe eine Methode, abstract start, und wenn ich jetzt eine Kind-Klasse habe, die meine App heißt, dann wird meine App, welche Member-Variablen und Member-Methoden
in dem Klassendiagramm stehen habe. Vorschläge? Ja? Ich habe jetzt gesagt, Start. Auf jeden Fall Start, weil die müssen wir implementieren. Ja. Na, da kommen wir nicht drum herum. Wie sieht es aus mit den mit der Methode GetName? Ich glaube, die ist freiwillig. Die ist freiwillig, ne? Also wir müssen sie nicht implementieren. Wir könnten sie implementieren, wenn wir nicht einverstanden sind mit dem, was die Mutterklasse uns da als Methode GetName bereitstellt. Aber wir müssen es nicht. Deswegen können wir auch sagen, okay, wir nehmen die einfach von der Mutterklasse. Wie sieht es aus mit den Variablen? Ja. Ich glaube, es ist genauso, sie sind freiwillig, solange nicht Abstract da steht. Also Variablen können wir nicht als abstrakt bezeichnen. Ne? Die Mutterklasse hat eine Variable im Name. Diese kann wie bei der ganz normalen Vererbung vom Kind benutzt werden. Ne? In dem Klassendiagramm des Kindes würden nur Variablen stehen, die dieses Kind zusätzlich noch als Spezialvariante einbringt. So gesehen ist dann das Klassendiagramm hier komplett. Wir haben ansonsten eine Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und das ist wieder eine gestrichelte Linie. Dadurch, dass wir hier quasi dieses Interface-Verhalten haben von der Mutterklasse-App, die ja abstrakt ist, zeichnet man also auch eine gestrichelte Linie und verwendet dann auch wieder wie bei der Vererbung schon bekannt, die normalen Dreieckpfeile. In vielen Klassendiagrammen werden die abstrakten Klassen nicht explizit mit dem Keyword abstrakt gekennzeichnet, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern man schreibt das dann rekursiv, also so leicht schräg gestellt. Da meine Sauklaue eh schon schlimm genug ist, finde ich Schrägstellung noch schlechter lesbar, deswegen schreibe ich einfach Abstract rein. Das gibt es auch für Interface, da viele schreiben auch Interfaces nicht explizit mit Interface, sondern einfach rekursiv. Aber ich finde, das muss man nicht unbedingt tun, man kann auch direkt hinschreiben, dass eine bestimmte Methode abstrakt ist oder nicht. So, die Klasse App, die hier abstrakt ist, die wird also nicht instanziiert werden können, sondern ich muss erst ein Kind haben, was von dieser Klasse erbt, damit überhaupt die Methode GetName mal ausgeführt werden kann. Das kann also nicht die Klasse App selbst übernehmen, wenn ich von der Klasse selber eine Instanz erzeuge. Okay. Ist das für euch nachvollziehbar, warum ich noch neben der normalen Vererbung und dem Interface eine abstrakte Klasse verwende? Ist das klar, wo da der Vorteil ist? Warum ist es dann ein Interface, wenn ich mit einer abstrakten Klasse die gleiche Qualität haben kann? Ja, gute Frage. Bei dem Interface, also du kannst im Grunde all das, was Interfaces machen, auch durch abstrakte Klassen machen lassen. Ne? Weil wir können einfach alle Methoden als abstrakt formulieren und hätten dann die gleiche Funktion, wie ein Interface es hat. Jetzt habe ich so lange geredet, ist mir tatsächlich ein Grund eingefallen. Aber du wolltest auch vielleicht noch was sagen. Ja, es ist ein bisschen vom Schreiben her blöd, ja. Aber es gibt tatsächlich einen wichtigen Grund.
Hast du den vielleicht? Wir können Mehrfachvererbung. Genau. Ne? Also ich kann nicht von einer Mutterklasse, beziehungsweise ich kann nicht von mehreren Mutterklassen erben. Ich kann nicht sagen, hier, ich möchte gerne von der Mutterklasse Schrank als Kühlschrank erben und auch von der Mutterklasse Kühler gleichzeitig erben lassen. Das geht nicht. Eine Vererbungshierarchie hat immer genau ein Eltern, aber ich kann mehrere Interfaces nutzen, die ich implementiere. Na, da ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, das geht eben mit abstrakten Klassen nicht. Abstrakte Klassen sind auch immer schwergewichtiger, ne? Weil die haben ja eventuell noch Variablen. Wenn du allerdings bloß die Kompatibilität sicherstellen möchtest, dann ist einfach ein Interface sehr viel kleiner und leichtgewichtiger. Weil du weißt, da sind gar keine Variablen drin, da ist auch auf keinen Fall in irgendeiner Methode eine Implementierung drin. Bei der abstrakten Klasse kann es ja sein, dass ein paar implementiert sind. Und so gesehen ist das Interface also das Werkzeug, was man nutzt, um Methoden zu erzwingen, die aus verschiedenen Gründen benötigt werden in den Kindern. Ne, zum Beispiel der Kühlschrank, der ist kompatibel mit Schrank und auch kompatibel mit Kühler. Ne, das würdest du bei der abstrakten Klasse nur dadurch hinbekommen, dass du von der Klasse Kühler erbst und diese Klasse, die da erbt, die nennst du Schrank und Schrank wiederum vererbt dann an das Kind. Na, dann geht es auch, aber das ist halt komplizierter, als wenn du einfach ein Interface nimmst und dann erbt halt die Klasse Kühlschrank aus zwei verschiedenen Interfaces. Okay. Das waren eigentlich die wichtigsten Inhalte für heute. Wir werden das gleich nochmal ein bisschen trainieren. Eigentlich solltet ihr versuchen, diese Übersicht hier im Gedächtnis zu behalten. Also wann verwende ich was? Der Vorteil sollte rausgekommen sein, warum gibt es Interfaces, warum gibt es abstrakte Klassen? Und wir werden jetzt nochmal eine Übung machen zum Thema abstrakte Klassen.